Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, was soll ich sagen? Ich konnte meinen Kollegen, ihr habt ihn ja öfters gesehen in meinen Kommentaren auf Discord, der Chaos, der hat mir angeboten, den Elite-Boss nochmal mit ihm zu probieren. Der ist nochmal für kleine Wassermänner. Ja, was soll ich sagen? Im Prinzip, Ben habe ich drin, das ist gut. Da habe ich Lunarius besiegt, das ist gut. Da werden wir hier die Kollegen nochmal durchspielen. Aber es geht ja um ein Boss-Event. Ja, ich weiß, ich habe jetzt, ich weiß nicht, 15, 20 Videos zu dem Boss gemacht, wo ich mit Insta-Affen probiert habe, wo ich unterschiedliche Helden probiert habe. Was soll ich sagen? Ich werde jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Übungsphase machen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Da habe ich besiegt. Das ist der normale. Das ist der Elite-Boss. Da fange ich jetzt an, so ein bisschen zu üben. Das Video dazu habt ihr wahrscheinlich schon gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Oder auch nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Also, so. Aber warte mal, ich muss ja in den Discord. Eben mal gucken. Discord. Gut, ich bin drin. Sehr schön. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Bluns TD6 bin ich ja eigentlich nur durch Ulmkind dazu gekommen, da er mir das Spiel gesponsert hat. Dankeschön dafür. Ich muss auch sagen, es macht mir mega viel Spaß. Ich denke euch auch. Ja. Natürlich in den Elite rein. Ich habe ja auch die ersten beiden Ringe, habe ich ja auch eigentlich erledigt. Ich rede mal ein bisschen Real Talk. Ihr habt es auch gesehen. Es lag wirklich am Geld. Jetzt bei der normalen Übungsphase bei Blunarius auf Affenauer habe ich auch das Problem gehabt. Normalerweise brauchst du beim Elite-Boss in Runde 3 einen einfachen Paragon. Der kostet so 240.000, 250.000. Weil man braucht von jedem, zum Beispiel beim Dart-Paragon, dreimal die Stufe 5 plus dann das Geld für den Paragon. Da bin ich dann immer so ein bisschen am Experimentieren. Aber, ja. Was soll ich dazu sagen? Es hat nicht sollen sein. Wir können jetzt einfach mal reingehen, dann kann ich euch das zeigen. Hier gibt es Insta-Affen. Gut. In der einen Folge habe ich echt rausgehauen, was irgendwie geht. Gut. Sehr schön. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Fange jetzt aus Spaß mal so ein bisschen an, so ein bisschen überbrücken. Ich kann ja gleich neu starten. Damit ihr ein bisschen was zu sehen habt. Damit ich nicht so viel reden muss. Dann kann er jetzt einfach gleich dazu reinspringen. Im Discord. Genau. Jetzt geht natürlich immer was durch. So. Damit habe ich Ben. Rules are made to be broken. Und genau jetzt fängt das Problem an. Have you tried turning it off and on again? Wie gehe ich weiter vor? Have you tried turning it off and on again? Ben bringt ja zwischenzeitlich immer wieder was an Leben rein.
Was ich gut finde. Have you tried turning it off and on again? Genau, und das ist nämlich jetzt der Punkt. Runde 8. Ich habe Ben. Ich habe einen Pfeilaffen. Müsste aber eigentlich auch noch diesen Kollegen haben. Damit, ich nachher quasi, auch Blei erledigen kann. Level up. Genau, damit hätte ich nämlich jetzt Farm 1. Ist doch schon mal gut. So habe ich es ja auch in den letzten Folgen immer gemacht. Genau, oben. So. Genau, jetzt fange ich unten auszubauen. So. Jetzt ist nämlich die Frage, wie gehe ich weiter vor? Game over, man. Genau, ihr seht es jetzt gerade nicht. Ich würde jetzt auf Marktplatz bauen. Oder gehen. Game over, man. Game over, man. Have you tried turning it off and on again? Genau, und das ist nämlich jetzt das Ding. Wir sind in Runde 21, haben eine Farm, haben aber nur noch 21 Leben. Ja? Deswegen, kann ich euch eigentlich sagen, beste Runde war nämlich 99. Ja. Er kann ruhig reden, alles gut. So. Sehr schön. Ich denke mal, er wird noch mal kurz sein Mikrofon konfigurieren. Ja, ist gut. Ich sitze hier nur nebenbei und alles gut. Hör einfach zu, weil ja. Na, ich habe aus Spaß gerade noch mal ausprobiert. Ja. Ja. Ich hasse Farm. Also Blumenarius kein Problem. War aber auch schon knapp. Warte mal. Bildschirm übertragen. Bildschirm 1. Gib ihm. So. Ich habe auch heute eine Folge gemacht mit unterschiedlichen Helden probiert. Die ich habe natürlich. Also, wie heißen sie? Die fünf, die ich halt habe. Ich habe mal für dich einen Livestream gestartet. Moment. Du kannst das. Jetzt ist es nämlich am Anfang. Ich habe vier unterschiedliche Möglichkeiten gesehen. Ich habe mir jetzt auch mal einen französischen ange. Der fängt nämlich quasi mit dem Sniper an. Da habe ich auch gedacht, okay, der baut einen Sniper und geht dann direkt auf Farm. Ohne Held. Da ist nämlich die Frage, ich hatte bis jetzt immer zwei Farmen zum Tier 1. Du hattest ja gesagt, du hattest drei oder vier. Gut. Ich hatte für Tier 1 normalerweise, ich glaube, zwei Banken mindestens und einen Marktplatz oder zwei.
Okay, das war, weil nämlich die Banken, die waren auch vollgelaufen für, ich glaube, 19.000 oder so. Dann habe ich die 19.000 genommen, mir den Elite-Sniper aufgebaut und dann ging das. Also du meinst wirklich auf Banken, also wieder eine Farm. Vor allem in den ersten Runden sind Banken deutlich stärker, weil die eben sehr, sehr schnell sehr viel Geld generieren. Übrigens, ich bin am Aufnehmen, aber kennst ja. Das heißt, wir machen wieder 2-0-0. Farm. Ja. Machen die zweite 2-0-0, verkaufen die eine und stellen eine Bank. Ja. Gut. Die erstmal so Runde 18 oder 19. Okay, das hatte ich auch schon. Das war bei mir so das Schnellste. Natürlich, ich spiele jetzt mit Benjamin, weil ich glaube, das ist klar, oder? Ja. Nee, ich hab's halt mit anderen auch probiert. Ja. Jetzt ist zum Beispiel die Frage, wann würdest du den Affen hier unten auf 002 stellen? Erstmal gar nicht. Ich hab den Wurf halt offen rausgestellt und dann direkt Ben. Okay. Übrigens, ich bin im Level aufgestiegen, kann aber die Punkte nicht raushauen, weil ich kein Geld habe. Ja, es ist. Das ist jetzt auch wirklich für YouTube der letzte Versuch. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, ist es mir egal. Also. Ich habe mir vorgenommen, Tier 3 zu schaffen. Dann bin ich glücklich. Ich habe auch Ben hinter die Uhr gestellt. Ja, geht auch. Was? Ist ja eigentlich egal, wohin stellst du da? Ja, solange wir nicht zu viel Platz wegnimmt, ist das okay. Ne, ich habe den wirklich hinten hinter die Uhr. Ja, ist gut. Weil da passt eh keine Farm hin, da kann man den ohne Probleme hinstellen. Also, da hat Phoenix jetzt auch hingestellt, also. Game over, man! So, ja, jetzt kommt. Ich hab den da oben zwischen Ein- und Ausgang, zwischen die beiden Linien gestellt, weil da passt okay. Auch keine Farm hin, soweit ich weiß. Da würde ich einen Sniper hinstellen. Nee, ein Stück weiter rechts. Ah. Noch ein Stück weiter rechts. Genau, dazwischen. Ah, da okay. In dem Bereich habe ich den hingestellt. Ah, okay. Aber ist eigentlich egal. So, jetzt höre ich auch nur auf dich, weil ich hab's ja eh schon ein paar Mal verkackt. Also. Zum Beispiel jetzt würde ich schon ein bisschen zittrig werden, weil die ganze Zeit die Leute durchgehen. Ich habe zwar Mana-Schild, aber. Das ist eh nur das Mana-Schild, wenn du regeneriert auch Leben, dann passt das. Game over, man! Das heißt, wie lange würdest du machen bis zur ersten Farm? Ich hatte eine Farm gebaut auf 2-0-0 und dann hatte ich noch einen Druiden dazugestellt zur Hilfe. Okay. Game over, man! Das ranken auch ziemlich gut, weil ich das der ja Bloons killen kann, egal wie schnell die sind. Okay, ich höre jetzt einfach mal auf dich. Weil. Jetzt zum Beispiel hätte ich total Angst, wir haben nur noch 57 Leben. Ja. Game over, man! Ja, ich glaube, ich habe das doch andersrum gemacht, fällt mir gerade auf. Ja. Have you tried turning it off and on? Geht das? Again? Gut. Nee. Okay, gut, aktuell Runde 10. Gut, passiert. Ja. Gut. Also hast du erst den Druiden, dann den Wurfelaffen? Ich habe erst den gratis Wurfelaffen, dann Ben. Achso, ich habe keinen gratis Wurfelaffen, aber gut. Ach so. Und dann mittig. Oder hast du den oben? Ich hab den ganz nach oben hingestellt, der wird später eh nicht so wichtig. Okay. Okay, jetzt gehe ich erst auf Ben. Okay. Genau. Also ich bin vorhin, ich habe so richtig eskaliert, ich habe einfach nur Insta-Affen rausgehauen. War natürlich mega doof. Beim ersten Mal nur Insta-Affen hatte ich 3 Boote. Die haben mir gutes Geld gebracht. Ich hatte den Boss auch quasi fast erledigt in Tier 3. Aber dann kam was durch. Aber gut. Ach, Ben ist hier oben. Achso. Ich muss jetzt noch immer ein bisschen warten. Let's see what we gut. Can here. Und dann hast du einen Magier hingestellt. Mittig? Druiden. Game over, man. Druiden. 0-3-0 ja, wahrscheinlich.
Ja, ungefähr. Ja, ich glaube schon. Würde ich jetzt auch mittig stellen, damit der Umkreis ein bisschen größer ist. Ja, nicht ganz in die Mitte. Ich habe den, glaube ich, ein Stückchen links gestellt. Oh, da yeah. Links also die, da die quasi... Da in die Ecke? Ja, da so, genau. Okay. Und dann 030. Auf Ranken. Auf Ranken. Genau, das habe ich zwischendurch auch gemacht. Jetzt habe ich erstmal meine. Jetzt habe ich erstmal die Farm gestellt. Achso, ich habe noch keine Farm. Um dann auf die Banken zu kommen. Okay. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Du hast ja gesagt, du hast es sehr minimalistisch gemacht. Ich habe das nicht minimalistisch gemacht, ich habe es einfach schlecht gemacht. Ich habe einfach schlampig gefarmt und es hat trotzdem funktioniert. Also, strategisch kluges Farmen sah bei mir sehr, sehr viel anders aus. Level up! Aber das hat trotzdem einigermaßen funktioniert, obwohl ich einfach nur Zentralmärkte gespammt habe die ganze Zeit. Also mein Rekord waren 8. 8 Farmen. Idealerweise willst du ja bis Runde 90 oder so die ganze Map voll haben mit Bananenforschungszentren. Das habe ich gesehen. Runde, damit du jede Runde irgendwie gar 100.000 oder was machst. Aber ja, das geht auch ohne sehr gut. Also, ja gut, bei mir war es wie gesagt ein wenig knapp, aber dafür, dass ich so absolut schlampig gefarmt habe, war das nicht das Problem. Kannst es ja jetzt besser machen. Ja. Haben wir das schon mal gut. Have you tried turning it off and on again? Dann gehe ich auf die zweite Farm, so wie immer, wenn man eine Bank braucht. Game over, man! Baust du die Farm dann schon, während die Runde läuft? Game over, man! Ich baue die dann nebenbei einfach auf. Übrigens, ich habe jetzt Hühner. Have you tried turning it off and on again? Warum macht man da hier bei der zweiten Farm trotzdem noch 200, auch wenn man sie verkauft? Weil die ja auch Geld generiert, bis du sie dann verkaufst und das lohnt sich dann auch noch. Also die refinanziert sich dadurch besser. Have you tried turning it off and on again? Kannst die eine jetzt auf 220 machen, die andere auf 202. Ich verliere gar Leben. Ah. Ja? Gut. Have you tried das hat der Dieter. Off and on again? Ja, mit Benjamin, der regeneriert noch, das geht schon. Ah! Ist okay, du kannst die andere auf 202, auf 220 machen. Gut. Game over, man! Ich hab jedes Mal das gleiche, dass ich, jetzt kann ich die natürlich nicht mehr verkaufen. Kann ich schon, aber jetzt habe ich hier vorbereitet auf Marktplatz. Ja, die verkaufst du erst, wenn du so um die 1200 Geld hast. Dann verkaufst du die erst. Auch wenn ich jetzt hier Geld verschenkt habe? Nö, das ist nicht verschenkt, weil das Upgrade da unten, das erhöht den Verkaufswert. Also das ist schon gut. Das ist absichtlich so. Game over, man! Schafft der Droide das? Nein, leider nicht. Okay, gut. Warte mal, ich schau bei mir nochmal kurz. Bei mir hat er das mal nicht so geschafft. BTD6. Warte mal, ich guck mal eben auf die Karte. Also bei mir ist 010. Ich weiß nicht, ob du ein höheres Dings hast. Ein höherer. Ja, kann sein, dass das durch das Affenwissen irgendwie kommt. Moment, Phase, Elite. Ich fang schon wieder an, ganz normal. Bis Ben, ne? Du kannst ja gucken. Ich geh erstmal auf Ben. Oh, jetzt wird's aber knapp. Ja, bei mir haben die dort auch ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt geht's wieder. Also ich hab, nachdem ich die beiden Farmen gemacht habe, 220 und 202, habe ich den Druiden erstmal auf 030 gemacht. Genau, und deswegen,
Ich habe ja gerade unten zweimal 600, quasi 600 die rausgeschmissen. Weil ich ja rechts die 0 auf 202 gebaut habe. Wie gesagt, rausgeschmissen ist es gar nicht. Also, aber es fehlt ja doch für den Verkaufswert. Der erhöhte Verkaufswert lohnt sich mehr, als du für das Upgrade ausgibst, prinzipiell. Also an sich ist das schon lohnenswert. Have you tried turning it off and on again? Ja, aber im Prinzip hast du dann 600 weniger für den Druiden. Game over, man! Das ist richtig, da muss man dann halt schauen, wann man das Ganze upgradet, ja. Dude. Schön ist, dass der Druide auch den ganzen Blei-Unsinn killen kann. Ja, das ist nice. Game over, man! Ich habe sogar 20 Affenbissen Punkte. Ich habe aber kein Geld, die einzusetzen. Ja, das ist öfter so, glaube ich, dass die Punkte zwar da sind, aber das Geld nicht. Das ist halt das Schöne, wenn man das Wissen voll hat, dass man dann nicht groß Geld sparen braucht. Ich habe jetzt 31.000 oder so und kann damit nicht groß viel machen. Ich habe 200 oder so. Ja. Ja. Jetzt ist nämlich die Frage, erst den Druiden oder erst die Farm? Erst den Druiden erst den Druiden, dann die beiden Farmen und dann den Druiden upgraden. Okay, den Druiden habe ich. Okay, jetzt habe ich in der Mitte auch schon. Gut. Ah, ich sollte auch die Bananen mitnehmen. Das wäre eine Idee. Have you tried turning it off and on again? Hörst du mich noch? Oh yeah. Ist wieder dieses Teamspeak-Problem. Ja, Teamspeak schon wieder am Rumspacken, sorry. Ach ja, ist okay. Ja, ich hab den wieder gestartet. Nochmal. Gut. Also. Ich muss auf die erste Farm gehen. Meinst du? Also die ist schon da, okay. Ja, die ist schon da. Genau, gehe ich jetzt unten aufbauen. Oder mache ich jetzt erst hier die beiden? Ja, wenn du möchtest, kannst du das auch machen. Ist halt Sicherheit. Ja, weil im Prinzip fehlen jetzt noch 200. Ja, von mir aus, dann mach das zuerst. Weil ich weiß nicht, wie das mit Game Absicht... over, man! Weil... Jetzt kann sich erstmal auf Banken auf Farmen fokussieren. Und diesmal gehe ich direkt auf die Bank. So. Noch eine raus, sehr gut. Und auch wieder auf 200 erstmal. So wie immer. Genau. Check. Genau, dann kommt einer von beiden auf 220. Das ist das übliche Anfangsspiel, das ist eigentlich bei so ziemlich allen Bossen so. Oh yeah! Sondern vor allem, wenn man Benjamin hat, weil Benjamin natürlich Banken deutlich besser macht. Ansonsten würde man eher mit Marktplätzen anfangen wollen, aber wenn man Ben dabei hat, dann ist das... Gut, hab ich auch. Und dann machst du die andere jetzt auf 202. Fertig. 2400, wie viel kostet die Bank? 3600, glaube ich. Also du kannst, genau, wartest du noch eine Runde, dann kannst du den verkaufen und die Bank machen. Ja, der eine Tarnbund ist egal. Ja, Game over, man! Gut. So, jetzt kannst du die 202 verkaufen und eine Bank bauen. Und tschüss. Genau. Dann habe ich das schon mal. Genau, und die lassen wir jetzt erstmal voll laufen bis zur Runde. Bis 9500. So. Ja. Genau, ich hatte beim letzten Mal 3 Banken auf dem Feld und ich kam trotzdem nicht aufs Geld. Also, da habe ich auch gedacht, okay.
Ja, jetzt kannst du bitte den Druiden einmal oben skillen, damit er auch die Bleier killt. Genau, einmal oben, das reicht. Sehr gut. Jetzt kann der Blei killen auch. Okay. Ja, jetzt haben die Rang nämlich so rote Stacheln. Das heißt, dass die alles killen können. Also, ja. Auch Blei. Zweite Farm? Nebenbei, zweite Farm. Ich habe nämlich gerade Geld. Ja. Bank oder Farm? 2-2-0 wieder. Und dann Richtung yes. Bank. Ah, der kriegt jetzt den Flyer weg. Das ist halt ganz angenehm, dass der halt globale Reichweite hat und dem das egal ist, wie schnell die Blumen sind. Einmal gucken, wie viel ist in der anderen Bank gerade drin. Have you tried turning it off and on again? 4000, ich könnte quasi die upgraden, die Affenbank. Oder lasse ich die wirklich vorlaufen? Ich würde sagen, warte nochmal so 2-3 Runden. Okay. Ich denke, das sollte auch noch gehen. Mal am Ende von Runde 33 nochmal. Jetzt kommen ein Haufen Katanbuns, die sind eigentlich relativ egal, ob die jetzt durchgehen oder nicht. Wir haben Mana-Schild, wir haben Benjamin. Off and on again? Das ist halt so. Die Leben regenerieren wir wieder. So, gut. Mal gucken, wie viel ist in der Bank gerade drin. 6000. Ja, sollte okay sein. Kannst du die abheben, noch eine Bank bauen. Gut, Bank steht. Aber die lassen wir erstmal die 7 Runden laufen. Wenn das Geld noch reicht, kannst du noch eine Bank bauen oder einen Marktplatz? Also Marktplatz reicht auf jeden Fall. Jetzt haben wir 3000. Das würde, glaube ich, es würde ganz knapp reichen für einen Marktplatz, glaube ich, aber nicht für eine Bank. Wir können aber auch auf Bank gehen und warten dann die eine Runde. Ja, oder so, das geht auch. Fehlen 1600. Dann wollen wir gleich für Runde 36 auch einmal den Wurfpfeil offen verbessern, weil da kommen auch nochmal ein Haufen Getarnte. Ganz knapp. Das müsste reichen, glaube ich, oder? Nein. Achso, ja, stimmt, wir wollten ja auf Bank gehen, nicht auf Marktplatz. Ja, okay, Denkfehler. Aber jetzt gleich müsste es passen. Gut, Bank ist da. Jetzt wollen wir den Wurfpfeil offen nach Möglichkeit auf Armbrust machen. Game over, man! Also, wir gehen ein paar durch, ist okay, denke ich. Und dann auf Armbrust. Nein, reicht sogar nicht. Also, wir können jetzt Geld opfern, wir können aber neu starten. Wir können doch meinetwegen einmal im Koop probieren, ist auch okay. Okay, gut. Dann gehe ich mal einmal auf die Hauptseite. Elite. Moment, Hauptseite. Koop. Ich erstelle. Ja, ist gut. Dann kannst du die Übertragung nämlich schließen. Oh, ja, schon gemacht. Okay, gut. LUY? LUY, ja. EHB. Und die Teilung ist doof. Gibt Schlimmeres. Da bin ich dann auf der rechten Seite. Ja, das sollte okay sein. Das heißt, du wirst farmen. Oh, ich habe einen kostenlosen Wurfballaffen. Ja genau, wir teilen uns jetzt mal ein auf dem Wissen. Gut. Zack. Kannst du deinen einfach daneben kleistern. Dann machen die bis zur Zeit erstmal ein bisschen so. Achso, ich bin, hab ich Auto? Willst du Autostart haben? Oh, du kannst deinen ruhig auslassen. Okay, du hast deinen hier an. Gut. Ja. So, dann einmal schon mal ein bisschen Geld drüber stupsen für Benjamin, bitte. Achso, du machst ja jetzt Benjamin. Reicht einmal Benjamin für die Karte? Ich meine, du kannst deinen von mir auch gleich noch raussetzen danach, aber... Brauchen wir zwei? Weil ich weiß ja nicht, ob wenn du einen baust... zwei Benjamin heißt halt extra Geld. Weil die generieren ja beide. Bei mir kostet Benjamin nur 1080, also hast du zusammen. Sushi Time! Achso, jetzt muss ich gucken, wo ich meinen hinstelle, weil sonst mein Ort ist ja billig. Mal gucken, wie gut wir den Koop hinkriegen, weil wie gesagt, im Koop bin ich... Ich weiß, alles gut. Aber die Elite diese Woche ist ziemlich gut machbar. Also,
Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo ich meinen hinstelle, weil ich muss ja auch fahren können. Ja. Du kannst ihn irgendwie zwischen die beiden Kreise da in die Ecke stellen, da passt eh keine Farm hin. Also da. Let's see, wo wir können. Das ist gut. Gut, dann haben wir Benjamin auch. Deiner ist jetzt wahrscheinlich schneller gelevelt, aber gut. Ja, meiner ist Level 3 und ein bisschen. Ja, das ist okay. Ja? Meiner ist auch schon Level 3, also. Genau. Gut. Ja, die starten ja durch das Affenwissen direkt auf Level 3. Dann wollen wir jetzt wieder zusammenschmeißen für eine Farm. Gut. Geld bitte einmal zu mir. Natürlich. Wie teuer ist denn bei dir eine Farm? Ich glaube, du müsstest sogar schon zusammen haben. Ja. Ich habe meinen Affe schon mal auf Tarnung gemacht. Ja, war wahrscheinlich sinnlos, aber jetzt ist die Frage, nur du farbst in den ersten Runden? In den ersten Runden erstmal ich, ja. Okay, gut. Ist ein bisschen sinnvoller, wenn das ein bisschen gebündelt läuft. Gut, dann mache ich nochmal ein Upgrade hier auf Armbrust und ab jetzt kriegst du alles Geld. Genau. Dann später, wenn das Geld einigermaßen läuft, dann können wir auch beide farmen. Aber am Anfang ist es sinnvoller, wenn nur einer farmt erstmal. Komm, bau die nächste. Bitte schön. Level up. Ja, ich hab'n da. Sollte eigentlich jeder Kollege schaffen. Ja, der Amboss-Typ macht ganz gute Arbeit. Deswegen habe ich den schon mal abgegradet. Ich glaube, wir können direkt die nächste Farm bauen. Ja, ich glaube, ich baue einmal kurz einen. Den einmal kurz irgendwie hier oben hin. So, dann kann ich ja schon mal. Brauche ich auch einen Druiden für die andere Seite? Nö, ist gut. Ich habe hier meinen, der kann erstmal die Bleier killen, das reicht. Okay. Ah, 3600, den kann ich für 2600 verkaufen. Someone's not popping balloons. Ich bin ein kleines bisschen durch, das ist okay. Ja, alles gut. Aber ist nicht allzu viel, weil ich ja meinen Dart-Kollegen habe. Ja, genau. Ich kann meinen Druiden auch nochmal kurz verbessern. Also ich könnte jetzt auch eine Farm bauen und quasi auch schon auf Bank gehen. Nee, wie gesagt, am Anfang bitte erstmal bündeln. Yes. Später dann, wenn das Geld, wie gesagt, einigermaßen läuft, können wir das auch gerne beides machen, aber für den Anfang ist es doch sinnvoller. Ja, wenn einer das macht. Ich verstehe. Wenn einer das alles macht, sonst spielen wir halt halbes Geld und mit halbem Geld Geld aufzubauen ist ein bisschen schwieriger. Ja, verstehe ich. Machen wir jetzt beide Leben? Das heißt, wir kriegen pro Runde 10 Leben mehr? Oh genau, die Benjamins, die regenerieren beide Leben. Okay. Weißt du noch, beim letzten Elite hatte ich kein Ben? Jetzt haben wir beide Ben. Ach so, bei dem Blaster. Ja. Der wird nicht mehr verloren. Ah, ich kann noch Marktplatz draus machen, ist auch okay. So, das nächste Geld kriegst du. All you can eat. Weil ich bin soweit durch hier. Ich habe jetzt ein 024 und das nächste Geld kriegst du. Achso, wir haben schon. Draus, weil Bank lohnt sich jetzt nicht mehr. Na, ich normalerweise mache ich das so, dass ich bis Runde 30 Banken stelle und dann nicht mehr, weil die halt eine Weile brauchen, so 10, 11, 12 Runden, bis die halt voll laufen. Deswegen. Runde 35 oder so noch eine Bank lohnt sich nicht mehr. Nicht wundern, mein Dartfallaffe macht gerade hier Party. Naja, der macht sehr gute Arbeit. Ja, weil das ein 024 ist. Ja, da können auch die ganzen Getarnten noch killen. Werden wir früher oder später sowieso brauchen, wenn es Richtung Paragon geht, also ist okay. Richtig. Können wir dann auch später für relativ günstiges Geld zum Armbrustmeister machen. Und willst du noch eine Farm bauen? Nee, ich glaube, das reicht zeitlich nicht mehr. Okay. Da sind wir drin, 9k sind da drin, die kann ich für 5k verkaufen. Ich würde einfach erstmal ein bisschen Geld sparen. So, einmal aus.
Ich habe auch jetzt mal Ruin gestellt auf Dings. Ja. Haben wir zwei, die Blei können. So, passt der da hin? Ja, der passt da hin. Oh, dein Chameleon. Da sind 13.000. Ich habe auch noch 3.000. Also ich kann dir die rüberwerfen. Ja, das ist gut. Ich würde vorschlagen, wir warten einfach sogar noch eine Runde, dass die Banken noch einmal weiterlaufen können. Dann müsste ich, glaube ich, ohne groß was zu verkaufen, den Elite-Verteidiger zusammenkriegen. Das ist halt auch so ein Ding, dass man einfach in dem Boss noch ein, zwei Runden wartet. Bei Runde 14 zum Beispiel beim Boss geht super schnell. Warte ich jetzt, glaube ich, noch bis Runde 42, heb dann alles ab und dann mache ich den Defender. Ich schicke dir jetzt die ganze Zeit das Geld rüber, was ich bekomme. Ja, ich merke schon. Ich hör's. Umso schneller hast du den Sniper. Ja, okay, sind gut. Voll. Ach, da waren es 25.000. Gut, alles klar. Na, dann stelle ich einmal fix einen Dummeltrommeln. Ich stelle einen mit stärkerer Stimulanz. So, und der sollte den gut machen können jetzt. Ja, das ist solider Schaden, würde ich sagen. Gut genug, denke ich. So. Und der ist dann gleich dafür da, das kriege ich dann in Stufe 4. Der kann dann quasi den Verkaufswert von allem in der Reichweite erhöhen. Sodass ich quasi die Banken, den Elite-Verteidiger, den Marktplatz und den Alchemisten für günstigeres Geld verkaufen kann. Oder, nicht für günstigeres Geld, für mehr Geld. Was dann einfach sinnvoller ist, um das wieder in mehr Geld zu stecken. So, ich mache jetzt noch ein Update und dann kriegst du wieder Geld. Ich mach den mal kurz auf. Ja. Das? Ja, der sollte das schaffen können. Ja, mit den beiden Ruinen, das ist ziemlich cool. Die machen halt ziemlich das gesamte Kleinvieh. Ja, ja, wir haben einen guten Druiden. Das hier ist also die Basic Phase 1 eigentlich von Phase und auch von Licht und von einigen anderen Bossen. Also Elite-Verteidiger ist eigentlich ziemlich immer der Killer für Phase 1. Das ist so der Standard-Aufbau, wenn man im Idealfall halt noch eine dritte Bank haben will. Okay, ich habe ich hatte Runde 48 mal geschafft, den zu killen. Das war schon ganz gut. Runde 50 ist auch in Ordnung. So. Sehr schön. Dann möchte ich. Also ich habe meine auf meinen Wurffall auf 025 und den anderen auf 250. Also die kann ich jetzt erstmal schön arbeiten lassen. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ich die Mankiopolis hinbaue. Ich würde die da oben bauen wollen. Da passen eine hin, zwei, drei. Da würden zwei, drei hinpassen. Da würden welche hinpassen. Ich glaube, ich will die da so haben. Hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plantagen drin oder so? Ja, das sollte passen. Sollte der in etwa auf welcher Stufe habe ich denn meinen? Stufe 7 und deine auch Stufe 7? So. Ja, die leveln am Anfang relativ langsam, also die sollten sich relativ ausgeglichen haben. So, der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Warte. Da sieht wieder dieser olle Monkeyopolis-Aufbau wieder. Bitte, viel Spaß. Ja. Dann würde ich. Weil ich habe meine beiden so weit, wie ich sie haben wollte. Mach ich den schon mal da haben? So. Genau. Jetzt möchte ich. Packen wir den. Da sollte gut sein. Ich hab 27.000, wow. Ich hab die gerade 5.000 rübergeschmissen. Ah, okay. So. Ja. Mini Monkeyopolis, flupp, dann können. War es zu viel Geld? Die ist mal wieder weg. Och, zu viel Geld gibt's nicht. Es lebe der Kapitalismus, ja. Ich sag ja, ich farm eigentlich gut, aber dafür doch zu schlecht. Ja, Elite-Farming ist halt ab irgendeinem Punkt nervig, weil du halt. Ja, sehr viel Shit machen musst. Also ich kann dir nichts mehr geben. Bin blank. Nö, ist gut, das ist okay, dass du jetzt hier gerade einfach. Das kannst du jetzt einfach kurz machen. Hier einmal sitzen und mir zuschauen, wie ich hier den ganzen Blödsinn aufbaue. Also das Schöne ist ja, ich habe eigentlich meine beiden plus Ben, wie ich haben will. Und jetzt ist zum Beispiel das Problem, wie kriege ich in Runde 2 ein MAD? Das gucken wir jetzt gleich. Die sind bei 6.000. Gut, dann warte ich einmal, bis die Banken vollgelaufen sind. Dann verkaufe ich den Kram auch noch. Ah, Tarnung. Ja, kleiner Moment. Lässt mich hinbiegen, so. Alles gut. Ich hab unten auch alles gut.
Oh, ich hab meine Sonne noch verbessert. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu gierig ist zu warten, bis die Banken wirklich volllaufen. Kann sein, dass das ein bisschen zu gierig ist, aber es wäre schon sinnvoll. Ach komm, 9400, die 200, die kann ich mir jetzt auch schenken. Das verkauft, das verkauft, das verkauft. So, zack, BFZ. Ich kann zwei BFZs kaufen, das ist solide. Ja! Sehr schön. Kommt, solange ich den Dreifachrabatt habe, der Junge noch dazu. Jetzt ist das die ist Frage, baue ich mir gleich hier so ein Pionier mit so einer Geldkassette? Im Falle, das kannst du machen, prinzipiell, ja. So, dann hole ich mir einmal... den kleinen Dude. Ja, den habe ich auch noch ein paar Mal. Fähigkeiten bot ist einfach praktisch. So, das einmal. Overclocken, den einmal locken. So. Den noch einmal verbessern von mir aus. Sliced and diced. Ja, drüben bei mir ist Party. Warte, ich kann ja die Bananen nehmen. Ich habe ja jetzt den Super-Dings. Die Reichweite von dem Magier, das ist schon groß. Wie groß ist die denn insgesamt? Das sind da drei Farben, die Mensch ist ja stark. Kann ich nicht. Ich muss ja jetzt gerade gucken, wie ich irgendwie mein Geld ein bisschen optimiere hier. Have to, guys? Slice and dice. Gibt da tatsächlich drei Farben hin, stark. Gut. Slice and dice. Das würde ich ein bisschen übertrieben für diesen Boss hier, aber tendenziell willst du das halt so machen, eigentlich, dass du eben diesen ganzen Kram hier aufbaust. Das ist alles nicht in Range von dem Boot, das ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Upgrade ich den noch und dann. Wie viel fehlt doch noch? Och, eine Menge, aber das machen wir gleich rein. 4000 habe ich gerade. Aber 4000 kann ich die so rüberschmeißen. Ja, ist gut. Slice and dice. Und 20.000 hast du jetzt. Slice and dice. Vielleicht muss ich auch gleich eine Plantage verkaufen, das wäre jetzt auch nicht allzu problematisch. Weil 30.000 haben, ja, das sollte glaube ich auch ohne verkaufen gehen. Ja, ich habe auch noch hier diesen komischen Koffer, der Geld sammelt. Ja, bei mir ist das, ich habe mir das jetzt gekauft, dieses Halloween-Item. Bei mir ist das jetzt nicht mehr so eine Kiste, bei mir ist das ein Sarg. Okay. Ja, das ist so ein Halloween-Special-Item gewesen, das einfach zum Sarg wird. Achte drauf, du brauchst nur noch 7.000. Ja. 4000. So, gib ihm Feuer frei. Nebenbei sogar noch weiter meinen Kram verbessern. Das ist halt ein bisschen Multitasking. Nebenbei den Boss fehlt, muss halt noch gucken, dass man noch den Kram weiter ausbaut. So, ein. Mach mal die Schaden, alles gut, ganz entspannt. Denk mal, es sollte gehen. Ich kann auch noch. Ich habe bei mir auch verstärkt durch Alchemisten. 301, die nie gab. So. Ich werde mal ein zweites übertakten, dass ich quasi den Mad verbessern kann. Dann einmal Mad übertacken, Mad-Fähigkeit. Jawohl, das ist guter Schaden. Ich werde nur nebenbei direkt schon weiter Plantagen bauen. Das ist halt dieses Boss-Multitasking. Und das ist durch meinen Autismus echt gut. Das ist auch für mich teilweise stressig und ich habe, soweit ich weiß, keine so Aufmerksamkeit. Ja, ist vielleicht ein bisschen knapper als gewollt, aber es sollte gehen.
Warum ist es knapp? Naja, Runde 70. Normalerweise wirst du den ein bisschen früher gekillt haben, aber... Ja, ich hatte... Es ist halt ein Koop-Boss, der hat mehr Leben und alles und so. Ja, ich habe den Alchemisten halt zu spät verstärkt. Aber der ist jetzt bei mir auch voll. Aber was heißt voll? Gut, die 5er-Stufe ist halt nicht noch nicht da. Dann den einmal verkaufen. Ach, ich habe gerade... Hast du zufällig... Na, okay, 2000 reicht leider nicht ganz. Wie viel fehlt denn? Wahrscheinlich 50.000 oder so. So 12 ungefähr, aber das mache ich jetzt jeden Moment. Ich kann den verkaufen. So. Ne, ich sag mal also, so... Mir fehlen 900. Gut, die kriegst du. Dankeschön. So, ja. BZ. Okay. Gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich genau zwischen meinen Druiden und die beiden und die drei Plantagen nicht noch eine bauen kann. Dafür müsste ich meinen Druiden verkaufen, aber... Halt nicht. Ich hab trotzdem gleich noch mehr als genug Platz. Ist der da hinten? Nein. Was bringt eigentlich die XXL-Falle beim Pionier? Ist die so gut? Du kannst größere Bloons einsaugen. Also die normale Bloon-Falle kann ja nur kleinere Bloons einsaugen. Und halt keine Moabs und so weiter. Ich glaube, XXL-Falle kann bis zu BFB oder so einsaugen. Also deutlich mehr. DDTs wäre schön. Ja, DDTs auch. Ah, schön. Soweit ich weiß. Passt jetzt wieder noch ein Dorf hin? Nee. Ach komm. Doch da unten. Na. Aber ich habe ja auch schon eine schöne kleine Basis. Das nächste, was ich wahrscheinlich ist Armbrustmeister. Ja, Armbrustmeister wäre schon mal sehr gut für Paragon gleich. Ja. Das ist das nächste, was ich baue. Ja. Weil ich denke mal. Ich versuche irgendwie ein bisschen Geld zu sammeln gerade. Ja, ich gehe jetzt auch unten auf. Ich sammle jetzt auch mega Geld. Oh, schöne Farbe. Ich habe vorhin tatsächlich kurz mit jemandem im Koop gespielt, weil ich halt Lust hatte, mal mit einem zufälligen Spieler Koop zu spielen. Okay. Das war auch ein Elite, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mitspieler doppeltes Geld an hatte. Also so viel Geld kann man eigentlich nicht machen. Ich habe kein doppeltes Geld an. Ja, ich auch nicht. Finde ich, das ist unrealistisch, finde ich. Ja, doppeltes Geld ist ja auch langweilig. Ja, wäre ja öde. So. Ja, dann würde ich wahrscheinlich den Boss auch so schaffen. Ja, wahrscheinlich. Armbrustmeister kannst du gerne machen. Armbrustmeister wäre eine Möglichkeit. Die Frage, brauche ich den Druiden noch? Big Fish! Eigentlich nicht. I am hungry for vengeance! Get wrecked! Armbrustmeister steht. Ich mache jetzt einmal kurz mein Autostart aus, um zu gucken, wo ich dann noch Plantagen bauen kann. Hoffentlich im Radius von der Mini Monkey Opus. Komm, bitte passt dahin, bitte passt dahin. Bitte wahrscheinlich nicht. Bitte passt in den Radius. Komm schon. Komm, na, wie viele Pixel fehlen? Ah, ein paar, okay. Dann halt nicht. Ich hoffe, die ist trotzdem in der Reichweite von dem Bauer. Ich denke mal. Oh, mein Ticket ist verschickt. Sehr schön. Rabatt drauf? Komm schon. Mein Ticket für 2028. Oi, 28 direkt. Ja. Und für Helene Fischer ist auch 28. Ja, das ist alles. Ich habe Tickets für 2031 bestellt. Wow. Okay. Yeah. Ist aber schon ausverkauft. Ja. So, komm, kriege ich jetzt noch Rabatte drauf? Ja, kriege ich. So, ich glaube, macht der. Guys, slice auch schon mal ein bisschen meine Daten, mein guys. Ey, ich gucke unten die ganze Zeit auf, dass ich viel zusätzlich Leben bekomme wegen Geld. Ja. I am hungry for vengeance. Das ist halt, finde ich, noch ein relativ entspannter Boss, weil normalerweise für den. Der Terrorblum war letzte Woche, ne? Glaube ich. Dieser Sauschwere. Ja, für den musst du halt wirklich für jede einzelne Plantage noch einen übertakten Pionier dabei gehabt haben, damit das ging. Das war so furchtbar stressig und ätzend alles. Ich bin ja froh, dass ich den normalen geschafft habe, dank Hilfe. Aber für mich ist es halt echt einfacher, mit Hilfe dann einmal den nachzubauen. Ich habe übrigens 27 Gratis-Wurfpfeilaffen gerade.
Ich habe gar keinen. Ja, weil die Gratis-Würfelaffen kriegst du halt durch das Dorf unten. Slice and dice. Vier Dorf. Ich mach nochmal einen Jungen für gleich. Aber ich denke mal, ich sollte relativ gut auf 100.000, 150.000 kommen können. Oh, du hast zwei von den Würfelaffen? Ach, das ist ein Armbrustmeister. Soll ich dann nicht soll ich dann jetzt die Stufe 2 noch bauen, dass wir nachher schon upgraden können? Inwiefern Stufe 2? Für eine Update für Paragon, weil wir haben den 5er haben wir. Achso, wir haben den Jump. Ach, okay, gut, alles klar. Müsste schon alles parat sein. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Gar nicht gesehen. Stelle ich einmal meine ganzen Gratis-Wurf-Pfeilaffen auf. So, ich habe den nochmal gern rübergeschmissen. Wie viel machst du dann jetzt? 20? Ich stell die einfach auf und skill die so 2-3 Mal so, weil, ja. Ich meine, die werden nicht groß ins Level einfließen, denke ich. Und allein das Level, was wir da jetzt kriegen werden. Wir haben halt 3 Armbrust, wir haben 6, wir haben 5 Stufe 5 Affen draußen. Der wird locker Level 20, 25, 30. Also, der wird den locker killen können. Ich hau halt einfach nur die ganzen Dart-Affen raus, weil sie halt gratis sind. Ja, okay, man macht den. Und dann hieß es eigentlich 202 upgraden, oder? Jetzt habe ich den auch schon dreimal geupgradet. Ich wollte nämlich sagen. Ne, 220 war das. Muss man nicht, der Paragon wird so oder so ein sehr, sehr gutes Level haben. Das wird eh ein Wegwerf-Paragon, das sollte eigentlich alles ziemlich locker reichen. Nee. Starte ich jetzt einmal kurz, warte einmal kurz. Okay, Ja, das ist die PMFC-Fähigkeit. Also quasi der in der Mitte, der hat eine Fähigkeit, dass er quasi alle Wurfelaffen in der Nähe zum Plasma abmachen kann. Ja, hier, dieser kleine Bot da. Ja, ich weiß schon. Genau, zum Beispiel jetzt und zack. Na doch, man sieht ein bisschen, dass du guten Schaden machst. So. Dann, APM. Ich stecke einfach mal 200.000 rein, weil wir es haben. Hast du? Oh, okay, alles klar. Gut. Level, ja, 43. Gar kein Problem. 43. Zu viel fast schon. Ja, guck dir an. Der wird ihn jetzt hoffentlich bis 85 oder so killen können. Und dann haben wir das. Ich mach hier unten auch mal meine beiden Fähigkeiten an. Genau, und hiernach werde ich dir wahrscheinlich auch gleich eine Menge Geld einfach mal rüberschmeißen, dass du auch ein bisschen Farm aufbauen kannst. Bananenzentrale, Affendom und so weiter. Ich würde aber vorher noch einmal. Jetzt ist nämlich die Frage: Gehe ich noch auf Waldgeist oder gehe ich nicht mehr auf Waldgeist? Kannst du gerne machen. Oder gehe ich beim Alchemisten auf 0-2? Hau ich Waldgeist raus. Waldgeist ist besser als Permanentgebäude aktuell. Okay. Waldgeist läuft. Ja, ich habe Rang 3 geschafft. Dankeschön. Ja! Ja, 43er Dart Paragon, der rasiert ihn komplett weg. Ich weiß nicht, ob der auch den Tier 4 schaffen wird, ich glaube. Aber. Shit. Ich schmeiß die ganze Zeit mein Geld weg, nein. Ich muss. Mach den Autostart aus. Oh shit, ich hab nur. Guys? Sorry, dass ich das sage, aber. Nein, alles gut. Ich bin gerade einfach irgendwie ein bisschen. Runde 91 fertig. Gut. Ja, es ist sehr viel, wie gesagt. Es ist halt, du hast den Boss am Laufen, du hast nebenbei einen Paragon am Laufen, musst nebenbei irgendwie noch Fähigkeiten einsetzen, du hast nebenbei noch Farmen, die du aufbauen musst und alles. Es ist so stressig teilweise. 4-2-0 oder 4-0-2? 5-2-0. Also, ich gebe dir das Geld gleich für 5-2-0. Ne, alles gut. Dann hast du ein Village hin? Nö. Pack ich das Village dahin. 1-2, 1-2-3. Hier, dann machen wir da eine AWS draus. Da noch ein Center. Verkaufen wir den Jungen einmal. So, wir möchten gerne haben einen Paragon Ninja. Das ist cool. So, das heißt, wir bauen schon mal. Der ist falsch geskillt. Ninja willst du normalerweise nie mit skillen, außer du willst den Blumensabo. Oben und unten ist immer besser. Übrigens, ich habe die erste Farm schon stehen. Ich hatte noch Geld. Du, ich gebe dir gleich irgendwie 150, 200.000, dann kannst du dir... Mehr doch nicht? Ja, alles gut. Ich will schon mal die Ninjas aufbauen für den Paragon. Ja, ich verstehe. Weil der Ascended Shadow kostet halt 500.000. Na, ich weiß. Die Collector ist alles gut.
Ich habe mir die anderen Dinger hier angeguckt und geguckt, warum das nicht klappt. Ich glaube, meine Seite ist jetzt tatsächlich so ziemlich voll, wenn ich den hier fertig habe. Das heißt, ich baue den jetzt hier noch auf. Mhm. Der ist nicht in Reichweite von irgendwas. Das heißt, ich muss... Nee, ist mir egal. Ich baue da einfach noch eine Markinomics hin. Geht das? Weil ich habe jetzt keine Lust für die eine Farm da unten. Du hast eine Bananenzentrale, oder? Muss ich da noch eine bauen? Ich habe jetzt alle drei Stufe 5 Farm. Okay. Und ich habe leider nicht allzu viel Geld übrig, deswegen hier hast du ca. 50.000. Eigentlich hätten es deutlich mehr sein sollen, aber das hat irgendwie alles ein bisschen mehr gekostet, als ich wollte. Alles gut. Gut. Ey, nicht bauen. Die Stadt ist hier früh. Entschuldigung, ich mach mein Auto gerade wieder aus. Nee, alles gut. Mehr kann ich hier nicht bauen. Dann kann ich hier, Na, bau mehr! Bau mehr! Bau alles zu, was du kannst! Bauen! Ja. Wir wollen maximalen Kapitalismus. Wir wollen die ganze Map voll kleistern mit BFZs. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Und Stufe 5 Ninjas auf jeden Fall. Aber die kommen danach. Also du kannst ruhig erstmal alles vollhauen mit Banken, was du kannst. Und danach irgendwie Runde 98, 99 kannst du die Stufe 5 Ninjas rausholen. Nein, ich kann da nichts nebenstellen. Nein! Nein! Kannst du nichts? Doch, das müsste gerade so gehen. Nein! Ah, schade. Ja, das Placement hier ist manchmal ein bisschen tricky, aber... Warte mal. Geht das eigentlich. Da ist nämlich... Ja, gut. Ich gehe zwar nebeneinander. Weiter. Ich habe halt das Problem... Die Kisten kann ich nicht so schnell einsammeln, wie das Geld kommt. Ja, einmal kurz drüber habern und dann geht das schon. Ja, das ist gut. Boah, ich nehme den Jungen noch einmal dahin. Oder... Wir können theoretisch auch alles in die Linie. Wobei, ich kann keine Flieger bauen. Ich kann keine Flieger bauen, weil ich keinen Platz mehr habe. Alles klar, dann nicht. Warte. Das ist gut. Flieger können wir auch... Ja, sonst kannst du die schon mal bauen, ist auch in Ordnung. Ich hab schon mal angefangen für gleich. Ja. Ich baue ein 205. Übrigens. Suvi. Ja. ich hab ja schon viel gespielt. Also. Gut. So, weiter. So, dann gehe ich da schon mal. Kleine Ability für meine Ninja. Sabo. So. Brauchen wir für den Flieger ein Dorf? Ich meine, wenn du möchtest, kannst du ein Dorf dazu bauen, ja, aber werden wir nicht zwingend brauchen. Du kannst ruhig gerne erstmal weiter Geld machen, Bananenzentrale. Es fehlen 2000. Gut. Dann habe ich den nämlich schon mal durch. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Und jetzt kannst du einfach weiter Geld bauen, Bananenzentrale, wenn du kannst, Farmen durchführen. Nebenbei deine Geldboxen einsammeln. So, ich habe den mal hier mega verstärkt. Jo. Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber geht schon. Ja, wir wollen doch, Wie gesagt, Hauptsache du machst deine eine Farm noch auf Stufe 5 auf Bananenzentrale. Du hast das Geld dafür. Fertig. Jawohl. So. Ja, das kannst du, wenn du willst, noch alle andere vollständig abrollen. Keine Ahnung, was alles, was du möchtest im Endeffekt. Jetzt werden wir, glaube ich, gut genug Geld haben für die Farmer. Also dann noch so eine Ability Dude besorgen für den. Meinst du, wir brauchen eine Affenwolf-Suite? Ich meine, ich habe sie rausgehauen, weil ich hatte das Geld dafür. Also, wenn du das Geld dafür hast, ich habe. Okay, habe ich. Nee, letzte Runde schon. Nice. So, 50.000. Gut, dann. Also, der ist auf jeden Fall. Warum? Was bringt er als Verteidigung? Du hast quasi, wenn du die Fähigkeit einsetzt, erhöhst du bei allen Affen auf dem Bildschirm die Angriffsgeschwindigkeit um sehr viel.
Okay, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit bei 100 bei allen Affen. Ich okay, hab mal eben hier. Machst, ich hab was, du jetzt bitte noch, was du jetzt bitte noch machst mit deinem Geld, ist, du baust bitte alle drei Stufe 5 Ninjas. Also einen Großmeister, einen Großsabo und einen. In die Mitte Paragon. Wahrscheinlich am besten, oder? Ist eigentlich egal, wohin, ich werde meinen dann zum Paragon machen. Ach, ich glaube, der sollte ein ziemlich annehmbares Level kriegen. Na. Bitte einmal durch, unten einmal durch. Und ich hab noch Geld über. Ja, das war an mich zurück, bitte. Nium. Jetzt. Dann kann ich meine Wegen auch noch irgendwie so ein, zwei Stück stellen. Vielleicht erhöhen wir das Level noch ein klein wenig. Wahrscheinlich eher nicht, aber egal. So. Oh, das war. Aber ich glaube, auch bei dir sollte das Geld jetzt ganz schön hochsprinten, oder? Na, ich habe jetzt Infinity gestartet. Auf die Zentrale. Auf Hammerkraft. Boom. Ja, das Geld bitte ruhig gerne an mich. Ich kann das Geld nicht machen, dann komm. Ich weiß nicht, ob ich die Verstärkung gebraucht hätte auf dem Flieger, aber gut. Ja, das Problem ist, der Flieger hat halt wie gesagt das Problem, wenn der so geskillt ist. Der kann Face teilweise nicht sehen, weil halt Face diesen Effekt hat, wie gesagt, die halt die Tarnungseffekte umgehen kann oder ausheben kann. So. Brauche ich ja gleich noch einen zweiten. So, dann stecke ich jetzt einmal 1,1 Millionen in den Ninja Paragon und der sollte ein echt gutes Leben finden. Ja, 53. Der ist mehr als genug. Guys and dice. I am hungry for vengeance. Guys. Slice and dice. Ah, dann muss ich auch irgendwo meine Flieger bauen. Idealfall. Ich wollte mal. Slice and dice. Mach mal das weg. Flieger. Das muss dann noch einer hinpassen. Das muss Slice and dice. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Boss? Ach, der flubbert da irgendwo rum. Guck mal. Der ist auf 3, wie gesagt, meiner war Level 37 oder so und der hat ihn geschafft. Na gut, okay, ich hatte meinen den ja auch. Wartest du mal eben, ich baue mal eben die restlichen Farmen. Ja, solange wie du noch die beiden Flieger baust, also einen Zar-Bomber und einen Sky-Shredder, dann ist das gut. Ach so, okay. Die brauchen wir auch noch. Weil wir können jetzt. Ich weiß nicht, ob der Ninja den alleine schafft, aber wir hauen einfach zur Sicherheit noch einen Flieger-Paragon dahin. Wir sollten das Geld zusammenkriegen, ohne Probleme. Gut, der. Und in Mitte auch noch? Ja, alle drei. Nein, jetzt ist der nicht mehr in der Reichweite. Nein! Gut. Weißt du was, ich schub dir einfach mal kurz mein Geld rüber, dann kannst du da einmal Flieger und Farmen bauen. Dann kann ich einfach mal kurz sitzen und zuschauen. Einmal aufs Handy gucken, was gibt's so Neues in der Welt. Hat der eine Fähigkeit wahrscheinlich schon. Oh, ich könnte jetzt Goya Schicksalsschiff bauen. Noch nicht, machen wir gleich erst. Mir fehlt. Aber ich könnte es bauen, wenn ich wollte. Ja, wirst du auch gleich machen, aber wie gesagt, noch nicht jetzt. Ja, machen alles wir gut. Gleich. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier noch Farm irgendwo hinbekomme. Aber hey, so weit läuft der Boss doch ganz gut, ne? Finde ich. Außer, dass ich ein bisschen Zeitdruck habe, aber alles gut. Ach, 700.000. Ja. Ich glaube, der größte Zeitverlust ist einfach zwischendrin immer anzuhalten und die ganzen Farmen. Nee, ich habe in einer Viertelstunde einen Termin, deswegen. Alles gut. Ja, in einer Viertelstunde sollten wir fertig werden. Kann ich hier in der Mitte noch einen Farm bauen? Ja. Ich glaube, da hätten sogar zwei hingepasst, aber das wird keinen Unterschied machen. So, was haben wir noch Schönes? Was können wir noch Schönes bauen? Verkaufen. Eigentlich brauchst du nichts weiter Schönes bauen. Du kannst jetzt einfach noch. Gut. Ja, den noch zum Boosten ist in Ordnung. So. Jetzt habe ich 600.000, genau. Dann lassen wir die nächsten 5-6 Stunden einfach noch durchlaufen. Dann bauen wir Paragon. Wieder Paragon, der ist wahrscheinlich Level. Ja, und wir haben, dadurch, dass wir 6 Stunden sind, haben wir den Level, keine Ahnung, 50, 60 wahrscheinlich. Oh, 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 o
Au, 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 au. Ich kann kein Geld mehr einsammeln. Au. Ja, es war alles am Ruckeln. Ja, das passiert im Koop immer wieder. Bei mir geht's gerade, aber ja. Das ist halt die typische Koop-Erfahrung. Gut, ich sammle mal kurz. Warte mal, ich wollte gerade hier sein. Ja, jetzt ist egal. Ja. Ja. So. Also ich habe jetzt 845.000. Warte, ich habe doch noch Kisten. Jetzt ist letzte Runde vorm Boss, das heißt, wir können jetzt einfach alles mal alles verkaufen. Alles schön händisch. Ja. Ja, einen Autoverkäufer gibt's noch nicht im Spiel. Den Ninja Paragon lasse ich einfach mal stehen, der ist ganz gut. Die Fähigkeiten Dudes kann ich nicht aufstehen lassen. So, wie viel haben wir jetzt so insgesamt? Ja, wir kommen auf locker 2 Millionen, 2,3. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit abbauen. Ja. Also ich habe jetzt 1,2 Millionen. Ich habe 1,1 ungefähr. Gut. So, dann baue ich jetzt einfach nochmal ein, zwei Flugzeuge hier hin zu meinem Rabattdorf. Genau. Dann schicke ich dir gleich mein ganzes Geld rüber, dann knallst du alles in den Paragon und dann wird er den komplett auseinandernehmen. Sehr schön. Ich glaube, auch ohne Bombe sollte das gehen. Hast du noch irgendeiner ins Rabattdorf? Sieht mir nicht danach aus. Alles verkaufen? Was machst du? Also du gradest ab. Ja, ich pack noch ein paar extra Tiers mit in den Paragon rein. Ich weiß nicht, ob das einen riesen Unterschied macht, aber... generell dieses ganze Paragon-Matte... Okay, ich wollte jetzt gerade die XXL-Falle bauen, aber... ja, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr, oder? Nee. Also... gut. Dann schmeiße ich dir immer noch mal ein ganzes Geld drüber, dann kannst du gleich 2 Millionen in den Paragon reinbuttern und dann nehmen wir den absolut auseinander. So. Doch, und ab geht die Party. Ey, warte! Mal einfach irgendein zum Paragon in die fliegende Festung oder so. Nee, ich wollte ja meinen oben nehmen, deswegen. Ja, da, genau, den über dem Dorf. Ja, oder den. Nee, ich habe nämlich 66. Jetzt den falschen genommen. Ja, der ist. Nein, aber ich wollte den über dem Dorf nehmen. Weil dann hätten wir doppelt Boost gehabt. Ah, Paragon kannst du eh nicht mit wieder von Boost. Okay, dann ist er ja egal. Wenn du halt mal guckst, zum Beispiel, der hat nur den Boost von Paragon of Power. Also der profitiert nicht von den Dörfern, der profitiert auch nicht von dem Boost von dem Boot. Der würde auch nicht von Reichen profitieren. Also Paragon profitiert nur von Boosts von anderen Paragons. So, ich mache aber trotzdem schon mal die Abmoderation. Du kannst auch noch deine Bombenfähigkeit einsetzen. Ja, weißt du, was ich ganze Zeit mache hier unten? Schätzelein, ich bin ganze Zeit am Brüllen im Berserker. Wofür brauche ich jetzt eigentlich das Boot? Gar nicht mehr eigentlich. Guys. Genau, und das war, wird gleich gewesen sein, wie die Face. Einer der wahrscheinlich leichtesten seit der ganzen Zeit. Guys. Nochmal ein paar Bümmchen. So, hier nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen. So. Ich hab's endlich geschafft. Hab sogar noch Geld übrig. Joa. Sehr schön. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.